Das Beinwort sorgt dafür, dass der Patient jederzeit achsengerecht gerettet werden kann und keine weiteren Verletzungen auf Wirbelsäule. Ihr könnt dann absetzen, die Räder einmal wechseln und einmal zwei Kleinen.
Schloss hängt und somit erst das Schloss vom Fahrzeug getrennt wurde, bevor überhaupt die Tür vom Schloss getrennt wurde. Hat dann die entsprechenden Schnittstellen markiert. Hier wird aktuell die Abnahme des Dachs vorbereitet. Wir sehen schon, wie an den A-Säulen jeweils ganz oben Schnitte gesetzt werden, um somit dann das Dach entfernen zu können. Wir haben durch eine größere Öffnung bessere Möglichkeiten, Patientenachsen schon zu retten. In dem Fall kann man zum Beispiel einen Sitz komplett nach hinten schieben. Man könnte den Patienten nach oben rausgeben, sodass die seitliche Einwirkung auf den Patienten nicht gegeben ist. Wir machen am Ende einen Wasserwerfer-Einsatz im Kehle.
Ansatzpunkt für die Spreizgerät vorzufinden, hat der Fahrzeugführer in dem Moment einen Halligenton vorgenommen. Wir können damit unsere Öffnungen vergrößern, da ja unsere Spreizgeräte einen relativ breiten Ansatz brauchen, um erst angreifen zu können. In dem Moment wurde das Halligenton quasi mit dem Dorn eingesetzt, um dort einen besseren Angriff zu ermöglichen. Scherengerät am Fahrzeug gearbeitet wird, sind unheimlich viele Bewegungen am Fahrzeug. Hätten wir das Fahrzeug vorher nicht abgesichert, durch zum Beispiel unser Unterbaumaterial, wären die Bewegungen oder die Erschütterung noch wesentlich größer und die Belastung für den Patienten ungemein erschwert. Die Schmerzen können natürlich um ein wesentliches höher sein durch die ganzen Erschütterungen, was sehr unangenehm sein kann. Um eine gewisse Ordnung in den Raum zu bringen, hat man sich natürlich entschieden, vorne rechts einen Ablageort für abgetrennte Türen, Teile, Scheiben einzurichten, damit wir uns selber nicht auf den Füßen stehen, um dort besser zu arbeiten. Den kenne ich doch. Dann nimm den dran, den kennst du auch, um. Angesetzt und rückt in dem Moment oben das Dach weg.
Patienten davor, dass wir uns nicht an den scharfkantigen Kanten vom Metall bzw. an den Scherben weiter aufreiben können und auch im weiteren Einsatzverlauf natürlich uns selber verletzen. Verletzungen auf den Patienten eingewirkt haben und der bestimmt auch im Endeffekt unsere Rettung. Soll diese sofort geschehen oder haben wir Zeit? Das alles ist je nach Lage natürlich immer, ist immer von der Lage abhängig. Dem Patienten wird jetzt noch ein Patientenhelm aufgesetzt, dass bei den weiteren Bewegungen er sich die Schädeldecke an dem Fahrzeug aufschneiden kann und auch dort keine weiteren Verletzungen erleidet. Gleich.
Wasser die Minute ins Haus kommt. Sie sehen, wie schnell diese Straße geflutet ist und wie viel Wasser dementsprechend rauskommt. Ja.